Fackel schon früher. Lady, mein Freund, wie geht es dir? Ich brauch die Fackel. Fackel? Ja, Mann, die Fackel. Mein Freund, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Fackel, du weißt schon. Was für eine Fackel? Mann, ich habe doch letzte Woche drüber geredet. Die Fackel. Lenny, ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du redest. Die Fackel, die Brandbombe, die Phosphorbombe. So wie letzte Woche besprochen. Lenny, ich habe dich seit mindestens 3 Wochen nicht mehr gesehen. Aber letzte Woche. Erzähl mir von dieser Fackel. Ich soll jetzt von der Fackel erzählen. Die Scheißfackel war deine Idee. Erzähl's mir. Glaubst du, dass da sich ein paar Banker irren oder dass da ein paar Griechen zu blöd sind? Mittendrin ist die Deutsche Bank. Das ist ein reiner Mafia-Konzern. Das ist der Motor der ganzen Krise. Schau dir die Leute an, die rausgehen auf die Straße und gegen den Kapitalismus demonstrieren. Das sind Hippies, das sind ahnungslose Spinner, Mann. Das hat überhaupt keinen Sinn. Du musst die Krise beim Schopf packen. Du musst mitten rein, du musst dahin, wo diese miesen Drecksschweine sich in ihren eigenen Dreck suhlen. Deswegen muss die Deutsche Bank kommen. Es muss ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Aha. Und darüber haben wir also gesprochen? Ja. Du wolltest mir eigentlich die Phosphorbombe besorgen. Phosphorbombe? Ja, die Phosphorbombe. Glaubst also, dass du zu mir kommst und mir etwas von Finanzkrise, Verschwörungen, der Deutschen Bank erzählst und ich dann aufstehe, in den Hinterzimmer gehe und dann mit einer Phosphorbombe wiederkomme? Sowas so ernst. Diese verdammte Finanzkrise. Du glaubst doch nicht, dass sich die Banker irren. Oder dass einfach die paar Griechen so dumm sind. Ne? Das gab schon 1857, 1873, 1929 auch. Und das, was jetzt läuft, das gibt schon seit 2007 so. Das passiert immer wieder und das soll auch immer wieder passieren. Schau mal, das ist eine Pause von fast 80 Jahren. Warum jetzt diese Pause? Warum? Das ist Zeit, in der was Großes vorbereitet wurde. Und was machen die Leute? Sie gehen raus auf die Straße, demonstrieren ein bisschen gegen den Kapitalismus, aber das ist da, was du so spinnst. Ja, das sind einfach Hippies. Du musst die Krise am Schopf packen. Du musst in den Raum, wo diese Schweine sich in ihren eigenen Tricks suchen. Ich weiß, dass ich jetzt was tun muss. Dass sie ein Auge auf mich geworfen haben, also werde ich wahrscheinlich nicht viel Zeit haben. Ja, sehr wenig Zeit. Aber was machen die Leute? Sie gehen auf die Straße und demonstrieren gegen den Kapitalismus. Und das ist der Spaß. Ahnungslose Spinner und Hippies machen sowas. Aber eigentlich musst du die Krise beim Schopf packen. Du musst in den Raum, wo diese Drecksschweine sich in ihrem eigenen Dreck suhlen. Sonst wird es ein Vieh, sich einfach die ganze Welt ausbreitet, bis sie den Dach zugrunde geht. Beziehungsweise der Phosphorbombe. Du versuchst, sie an der einen Stelle zu löschen und brennst es einfach an der anderen Stelle weiter. Und somit wird die Deutsche Bank brennen und durch dieses Brennen wird ein Gleichgewicht wiederhergestellt. Sag mal, Lenny, nimmst du immer noch das Zeug? Was für Zeug? Du weißt genau, wovon ich rede. Das weiß ich nicht. Von den Pillen. Was für Pillen? Lenny, diese Pillen zerfressen dir das Hirn. Sie brennen dir den Verstand weg. Nein. Sie helfen mir, besser zu sehen und die Sachen zu verstehen. Was denn zu verstehen und was denn bitte zu sehen? Ja, das, was diese willenlosen Opfer da draußen eben nicht sehen. Hä? Was soll das sein, was wir da draußen nicht sehen? Unfähige Banker? Illuminati? Griechen? Nimmst du die Pillen noch? Was für Pillen jetzt besuchen? Ja, nee, du musst die Pillen nehmen. Ich meine es ernst, du musst die verdammten Pillen nehmen, verstehst du? Es geht dir sonst nicht gut. Nicht gut, Mann. Was weißt du davon, wie es mir geht? Ja? Ich bin an das echt Wichtigen dran gerade und du laberst mich hier voll, dass ich irgendwelche Pillen fressen soll. Lenny, ich... Nein, du, sie verblöden mich. Sie machen mich blind, sie fressen mir das Hirn weg. Du hörst dich an wie damals, als du mit der Behandlung angefangen hast. Mensch, Junge, mir haben die Pillen auch geholfen. Es geht nicht ohne die Medikamente, glaub mir. Ich will nicht Teil von diesen willenlosen Opfern sein. Ich will Teil von was Großem werden. Und diese Pillen helfen mir einfach, mich ein bisschen aufs Wesentliche zu konzentrieren und besser zu sehen. Die machen dich wahnsinnig! Nein! Was verstehst du davon? Hast du welche bei dir?
für welche? Komm, Junge, verarsch mich nicht. Deine Weisheitspillen. Ich gehe nicht ohne die aus dem Haus. Zeig sie mir. Hör ich doch mal reden mit deinen wirren Verschwörungstheorien. Das ist nicht wirr. Was ist wirr? Nur weil du es nicht verstehst, ist es nicht automatisch. Lenny, es ist wirr. Wirtschaftskrise vor 100 Jahren. Phosphobomben, Mafia-Konzerne. Ja. Gleichgewicht herstellen. Leute, die dich beobachten. Hä? Was kommt als nächstes? Occupy? Verdammt, das ist wirr. Hier hat keiner was von irgendwelchen Mafia-Konzernen oder Wirtschaftskrisen von vor 100 Jahren erzählt, ja? Ich will sie mir wegnehmen. Was soll ich denn mit den Dingern? Ach, du wirst sie mir wegnehmen. Verdammt. Du hörst dich an wie Gollum. Du weißt sie gar nicht. Du weißt schon, was passiert. Ich hab sie erzählt. Vertrau mir, mein Freund. Ich meine es doch nur gut mit dir. Hast du die Pillen genommen? Hast du deine Pillen genommen oder nicht? Ist nicht. Ohne Pillen ist es besser, aber ich... Hast du deine Pillen genommen oder nicht? Hast du sie heute genommen? Sag schon! Hast du sie genommen? Wir brauchen, was du hast. Sind es einmal sicher? Die Fackeln. Thank you.